Können Schafe mit uns reden? Und können wir sie verstehen oder können sie uns verstehen? Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann bleibt dran. Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern, und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Ja, was könnte ich wohl damit meinen, ob Schafe reden können? Ich bin gerade, wie ihr seht, auf dem Sprung zur Mutterschafherde und da wollte ich euch in Bild und Ton oder in bewegtem Bild und Ton mitnehmen und euch zeigen, was ich damit meine. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zusehen. Ja, heute sind die Schafe irgendwie ein bisschen leiser wie sonst. Ich kenne die auch schon mal, dass sie ein bisschen lauter sind. Und dass sie dann mit mir reden und mir schimpfen und sagen, Mario, du alter Sack, sehen wir zu, dass wir hier von der Wiese runterkommen. Sehen wir, die ist ganz runtergefressen. Und hier auf der Wiese, jetzt blendet mich gerade selber die Sonne, ist viel schöneres Gras, wir wollen dahin. Und dann hört man doch eindeutig raus, soll ich sagen, oder nicht? Ich kann jede Silbe verstehen von den Schafen. Und wie gesagt, heute geht's eigentlich noch. Es gibt auch Tage, wo sie noch lauter sind und wo noch mehr Schafe blöken. Und dann kommt der Moment, wo der Zaun aufgeht und sofort ist dann Ruhe. Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt hört man nur noch ein paar Lämmer quietschen. Und alle Mutterschafe sind still und glücklich und zufrieden. Wie soll es auch anders sein auf so einem schönen Grün? Das eine oder andere kleine Lamm ruft noch nach der Mutter, aber die Muttis haben jetzt gerade was Besseres zu tun, nämlich schönes, frisches, grünes Gras fressen. Und da ist die ganze kleine Bande, die langsam anfängt, richtig lebhaft zu werden. Mal sehen, ob ich die besser noch aufs Bild kriege. Ja, so habt ihr dann wenigstens mal gehört, wie die Schafe mit mir reden und wie die mir ihre Befindlichkeiten mitteilen. Und wenn man die ja dann jeden Tag sieht und hört, dann versteht man das auch irgendwann. Und das hier sind die sogenannten Bocksprünge, die ihr gerade gesehen habt bei den beiden kleinen Lämmern. Ja, ich glaube, die Bande verhält sich dann jetzt doch ein bisschen ruhiger mit ihrem Abendsport. Ich dachte, ich kriege die nochmal aufs Bild, wo sie als Gruppe die Lämmer hier so rumrennen. Ist ja immer wieder herrlich zu sehen. Aber der berühmte Vorführeffekt. Man sieht deutlich da hinten, wo abgegrast wurde und wo sie jetzt stehen. Einfach schon richtig schönes, herrliches Gras gewachsen. Ich schwenke einfach mal so rum. Da liegt eins und hält Ruhe.
Ja, so viel zum Thema Schafsprache. Können Schafe reden? Jetzt werde ich hier gerade von unserer Nummer 18 als Juckbock benutzt. Können Schafe reden? Ja, sie können. Wenn man sich darauf einlässt und sie die Tiere kennt und weiß, was sie wollen, dann weiß man schon vorher, was einem blüht, wenn die Weide runtergefressen ist zum Beispiel. Ja, ein paar Lämmer habe ich ja mit aufs Bild gekriegt, die eben noch, gelaufen sind. Und dann bin ich auch schon wieder am Ende. Junge, geh mal woanders hin. Dann bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen und bedanke mich bei dem aufmerksamen Zuschauer, der bis hierhin zum Schluss geguckt hat. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Vorführeffekt. Warum kommt der Schorf jetzt an und juckt sich hier an mir? Mensch! Geh mal. 18, du musst noch Babys machen. Mach noch schöne Babys. Ja, jetzt rennen sie, wo ich sie nicht mehr auf dem Bild habe. Gut, dann bleibt mir zum Schluss nichts weiter zu sagen. Wie immer, gehabt euch wohl und ich wünsche euch was. Tschö.